Das ist ein Bodensack in Chameleon-Camouflage-Optik. Der sieht so aus. Ich habe den mal hier einfach mit so einem ganz einfachen Füllmaterial befüllt, damit er ein bisschen ausgefüllt ist. Mein Gott, wie auch kann man das Wort Füll hier verwenden, damit Sie halt eben auch sehen können von der Form, wie das Ganze so aussieht. Hier oben haben wir die Öffnung mit Klettverschluss, wo der Bodensack dann befüllt wird. Wie Sie sehen, ich habe hier einfach so Styropor-Füllmaterial reingemacht. Man muss ja das nehmen, was hier einfach so rumliegt. Am besten kommt da natürlich ein anderes Füllmaterial. Reis ist also hier Mittel der ersten Wahl. Sie können natürlich auch Sand nehmen oder Steine. Entschuldigung. Dadurch haben Sie natürlich auch den Vorteil, dann, je nachdem, wo Sie vor Ort sind, dass Sie auch direkt dann halt eben, nachdem Sie dann Ihr Fotoshooting gemacht haben, Ihre Tiere fotografiert haben oder was immer Sie auch da in Wald und Natur dann machen und getrieben haben, dass Sie dann halt eben einfach auch, um das Ganze wieder zu verpacken, dann den Verschluss aufmachen, Sand auskippen, ne, ein bisschen aufschütteln, auf links drehen, ausklopfen und dann können Sie es einfach zusammenlegen und wieder in die Fototasche dann transportieren und mitnehmen. In der Regel ist es aber so, bei mir ist es zumindest so, ich habe die also immer mit Reis befüllt, einfach aus dem Grund, wenn Sie mal einen Test machen, das Ganze fallen lassen, das darf dann nicht mehr hochfedern. Das federt natürlich jetzt hoch, weil es ja kein Reis ist. Ne? Haben Sie ja gesehen, ist der Styropor drin. Das nur so als Tipp am Rande. Machen Sie mal einfach einen Falltest auf einer glatten Fläche mit Sand und dann einmal mit Reis und dann werden Sie sehen, was passiert. Dass das noch ein bisschen hochfedert, davon mal abgesehen, Sand ist extrem schwer. Sand ist auch in der Regel dann immer ein bisschen Feuchtigkeit damit drin. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Also hier haben wir diesen Bodensack in dieser Chameleon-Camouflage-Optik. Wie Sie sehen, das ist also halt eben jetzt nicht einfach wie hier bei einem Konkurrenzmodell, jetzt schon beinahe gesagt, von selben Hersteller, nichts der Konkurrenz. Da haben wir hier halt so eine Camouflage-Optik und das ist halt eben dann diese andere Optik. Sie sehen also, es unterscheidet sich dann doch schon etwas. Je nachdem, wo Sie da unterwegs sind, kann diese Chameleon-Optik dann schon halt eben von Vorteil sein. Zur Verwendung, ganz klar, wenn hier natürlich jetzt ein anderer richtiger Füllstoff drin wäre, dann haben Sie so richtig schön so einen kleinen nassen Sack, wenn man so will. Dann können Sie dann die Kamera einfach drauflegen. Das schmiegt sich hier so ein bisschen um die Form herum und dann können Sie da halt eben einfach Ihre Fotos machen, erschütterungsfrei, ganz tolle Sache. Sie können diesen Bodensack natürlich auch dann auf eine Kante legen auch. Ne? Der biegt sich dann auch da rum und dann können Sie da halt die Kamera drauf machen und die Fotos machen. Ganz tolle Sache. Das war also hier der Bodensack mit der Chameleon-Camouflage-Optik.